Hey yo, Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Und zwar geht es heute um die wahrscheinlich kleinste Waffe in der gesamten Battlefield-Geschichte, um die Kolibri. Und ja, dann sehen wir uns gleich nach dem Intro. So, und das sind wir auch wieder. Und zwar ist die Kolibri eine Handfeuerwaffe, die im Spiel gerade mal so groß ist wie euer Zeigefinger. Und das sogar nicht nur im Spiel, wie ich gerade gesagt habe, sondern auch, die gab es in echt und die war auch wirklich nur so groß wie euer Zeigefinger. Sieht dementsprechend lustig aus, wenn ihr sie im Spiel haltet, aber dazu später nochmal mehr. Ihr könnt die Waffe ab Klassenrang 10 des Speers freischalten. Sie ist eine der drei, glaube ich, Klassenwaffen, die ihr freischalten könnt im Spiel ab den jeweiligen Klassenrängen 10. In dem Fall eben von Speer. Es gibt noch die vom Support und vom Assault. Ich muss sagen, die macht aber mit Abstand am meisten Spaß. Ihr könnt sie zwar nur über den Speer freischalten, jedoch könnt ihr sie in allen Klassen nutzen. Heißt, wenn ihr Assault spielt, könnt ihr sie trotzdem ausrüsten, weil sie eben so eine Special-Klassenwaffe ist, die irgendwie so ist. Sie macht 5 Damage pro normale Kugel. Für einen Headshot kriegt ihr 25 Damage durch einen Multiplier. Wenn ihr euch das mal ausrechnet, ihr habt 8 Kugeln im Magazin pro 5 Damage, heißt, ihr müsst 2,5 Magazine schießen auf den, wenn ihr normal auf den Buddy trifft, bis der Gegner stirbt. Bei Headshots wären es 4, das geht noch, weil ihr da ziemlich schnell triggern könnt mit der Waffe. Das geht erstaunlich gut, weil ihr sehr gut einfach triggern könnt und dann rumsprayt, dann trefft ihr schon. Ich habe jetzt mit ihr ein bisschen gespielt, macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Was ich auch lustig finde, die Waffe hat eine Custom-Animation, heißt, wenn ihr sie das erste Mal nach einem Spawn bzw. Respawn rausholt, nehmt ihr die Waffe in die Hand und dann hält sich der Charakter so vor den Kopf, so auf die Art, what the fuck, was will ich jetzt mit dieser Waffe? Sieht sehr lustig aus, aber wenn ihr euch jetzt denkt, scheiße, was will ich damit, wenn ich mitten im Gefecht bin, habt ihr Glück gehabt, denn sobald ihr sprintet bzw. im Gefecht seid und die Waffe wechselt nach dem Respawn, bekommt diese Animation eben nicht und ihr habt die Waffe sofort griffbereit, damit ihr auch weiterkämpfen könnt. Finde ich gut gelöst, weil das hätte mich schon so ziemlich genervt. Und ja, an sich, die Waffe macht wirklich sehr viel Spaß, kann ich allen empfehlen, die mal ein bisschen Spaß haben wollen. Es macht auf jeden Fall auch Spaß, damit Leute zu töten, sofern ihr mal welche tötet. Dementsprechend ist auch das Erfolgserlebnis, sobald ihr mal jemanden mit dieser Waffe tötet, sehr hoch. Macht auf jeden Fall Spaß. Und ja, was soll man noch groß zu der Waffe sagen? Holt sie euch, sie kostet 150 Kriegsanleihen, sobald ihr Level 10 seid. Lohnt sich auf jeden Fall, damit ein bisschen Leute zu nerven, beziehungsweise euch selber zu nerven, weil ihr damit niemanden down kriegt. Und ja, das war es im Endeffekt schon wieder von dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da oder ein Abo und wir sehen uns beim nächsten Mal. Servus!